Ulrichs von dem Türlin, Arabe, ist die Vorgeschichte zu Wolframs von Eschenbach-Willeheim. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen, in Anbetracht dessen, dass der Text erst zwischen 1260, 61, 69 im Umkreis des Prager Hofes für König Ottokar II. Von Böhmen, wie das dem Prolog abschließende Akrostichon der Fassung Sternchen A angibt, also erst nach, aber in guter Kenntnis von Wolframs fragmentarisch gelieferten Text. Und erstaunlicher noch in Anbetracht dessen, dass der Text, was Forschung und Lehre angeht, ein trauriges Schattendasein fristet. Zunächst ein paar Fakten zur Überlieferung und zur Orientierung im Text der Ausgabe von Werner Schröder. Die gerade erwähnte Fassung Sternchen A, so hat Schröder gegen Samuel Singer nachgewiesen, ist die ursprüngliche. Sie ist vollständig nur in der Heidelberger Handschrift A, CPG 395, überliefert, während Sternchen R eine nicht vom Autor stammende Redaktorfassung bezeichnet, welche zwar mitten im Satz bei Leiße 312.10 abbricht, aber mit einer Ausnahme stets in der Trilogie mit dem Willeheim und Ulrichs von Thürheim Rennewart überliefert ist. Während die Schreiber dieser Handschriften der korrupten letzten 31er Strophe jeweils eigene Schlüsse hinzudichteten, geht Sternchen A ab der 312. Leiße in Reimpaare über und vervollständigt die Dichtung mit rund 750 Versen, welche sich stilistisch kaum von dem strophischen Hauptteil unterscheiden, aber wohl nicht von Ulrich stammen. Ulrichs Dichtung ist in Strophen zu je 31 Versen mit Endbeschwerung durch drei Reim gegliedert. Singer war davon ausgegangen, dies ist wohl als eine Weiterentwicklung von Wolframs 30er-Zählung zu sehen, wie er sie im Willeheim und im Parsifal realisierte. Diese Vorgabe hat Ulrich aufgenommen und zu überbieten versucht, mit einem Vers. Samuel Singer, der Erstherausgeber des Textes, hatte die Reimpaar-Fortsetzung Ulrichs zugeschrieben und geglaubt, die strophische Form hätte ihn am Ende zusehends Mühe bereitet, weshalb er schließlich zur stichischen Form überging. In seiner Ausgabe versucht er, das Unvermögen des Dichters rückgängig zu machen und Strophen wiederherzustellen. Neben der Heidelberger Handschrift weisen zwei Bruchstücke anderer Überlieferungsträger diese Reimpaar-Fortsetzung auf. Der Umstand der häufig gemeinsamen Überlieferung mit Wolframs Willeheim führte in der Forschung zu zwei unterschiedlichen Urteilen. Ulrich hätte es allein dem Erfolg Wolframs zu verdanken, dass die Arabel im Überlieferungsverbund des Willeheim überhaupt bekannt wurde, so vor allem das wenig günstige Urteil Werner Schröders. Oder Ulrichs Werk war so beliebt, dass er in einen Erzähl- und Überlieferungskomplex mit Wolframs Dichtung eingehen konnte. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Ulrich von Etzenbach jedenfalls rühmt Ulrich mit einer Apostrophe in seinem Alexander jedenfalls für seine Erzählkunst. Meister Ulrich von Thürlin, das über Kunst nu wäre schien. Nein, min. Schien ginge wohl auch. Dafür, dass Ulrichs Werk schon auf den ersten Blick in einen Zusammenhang mit Wolframs Willeheim gelesen werden konnte, hat der Arabeldichter scheinbar einiges gezielt beigetragen. Mit häufigen Hinweisen lässt er seine Vorgeschichte dezidiert als Ergänzung, nicht als Wieder- oder Anderserzählen erscheinen. Was Wolfram gesagt hat, muss nicht wiederholt werden. Was dieser aber nur allzu enge hat betütet, soll erzählt werden. Etwa als Karls Paladine aufgezählt werden, kürzt Ulrich einfach ab. Davon nennen wir nicht dir in Herrn Wolframs Buche. Umgekehrt markiert Ulrich eigene Szenen, die er besonders wichtig fand, wie die der klagenden Witwen im Baumgarten von Todjerne, welche wünschen, den Mörder ihrer Männer zu sehen. Herr Wolfram hätte sie nicht gesät. Ganze 11-mal nennt der Erzähler in diesem Sinne Wolframs Namen. Das Verhältnis beider Texte ist somit komplementärer Natur. Ulrichs Verständnis vom Zusammenhang zwischen seiner Vorlage und der eigenen Dichtung war von der Idee geleitet, ein gemeinsam zu rezipierendes Erzählkontinuum zu schaffen, das den Vorgänger weder kritisiert und zu überbieten trachtet, noch
die eigene Selbstständigkeit verleugnet und Kunstfertigkeit unter fremdem Scheffel stellt. Diesen Verdacht möchte der Erzähler von Anfang an ausräumen. Han ich nur Kunst, die will ich zeigen, die mein Herze will eigentlichen hat beschlossen, der Welt gar ungenossen, durch des Buches Angänge, des Materie uns viel enge, Herr Wolfram hat betütet. Die wird nur Bass gelütet. Das brich ich nicht um bedas, das Mund jeges breche Bass. Ihr sollt es anderweit verstehen. Wie Ulrich sich an Wolframs Willeheim abarbeitet, wie er ihn regelrecht als Herausforderung, fast wie eine Denksportaufgabe interpretiert, die er zu lösen hat, indem er die ungelösten Fragen und ungefüllten Lücken zum Anlass nimmt, seine eigene Geschichte hineinzupassen, macht dieses Werk literaturgeschichtlich besonders interessant, neben der spannenden Geschichte, die erzählt wird. Zunächst vergegenwärtigen wir uns die Geschichte, wie Wolfram sie erzählt. Sie beruht im Wesentlichen auf einer französischen Vorlage, der um 1185 verfassten Chanson de l'Allégeance, in der ein Krieg zwischen Heiden und Christen erzählt wird. Guillaume, Deutsch, also Wilhelm, und sein Neffe Vivien, bzw. Vivians, führen das christliche Heer an. Vivien stirbt in der ersten Schlacht den Märtyrertod, eine Stelle, die Wolfram besonders intensiv auserzählt. Die historische Figur Wilhelm ist Guillaume de Orange, Graf von Toulouse, ein Enkel Karl Martells. Nach einem geistlichen Prolog, der mit einem Gebet zum dreieinigen Gott beginnt und der Invocatio im Rolandslied des Pfaffen Konrad angelegt ist, wird erzählt, wie Graf Heinrich von Narbonne seine Söhne, von denen Wilhelm der Älteste ist, enterbt und stattdessen einen Ziehsohn zum Erben erhoben hat. Im Dienst fremder Herren sollen die richtigen Söhne sich ihr Lehen verdienen. Und so gerät Wilhelm im Kampf gegen den Sarazenenkönig Tybald im Dienste Karls im Heidenland in Gefangenschaft. Dort wird er während der Abwesenheit Tybalds von dessen Frau Arabel aus dem Kerker befreit und flieht mit ihr in die Provence. Sie konvertiert zum christlichen Glauben, nimmt den Namen Güburg an und entsagt somit dem Königstitel und wird Markgräfin von Orange. An dieser Stelle etwa schließt Ulrichs Erzählung an. Bei Wolfram geht es hier aber erst richtig los. Denn all das hat er mit nur sehr wenigen Versen zusammengefasst. Arabels Vater Terramer setzt mit einem riesigen Heer ungezählter Heiden dem Brauträuber nach. In Allégeance kommt es zu einer ersten Schlacht, in der die Christen nach anfänglichem Sieg schmerzlich unterliegen. Wilhelm kann nach Orange fliehen, wo er nach einer Liebesnacht Güburg allein zurücklässt. Im weiteren Schlachtgetümmel muss Wilhelm allein fliehen. Unterwegs findet er den tödlich verwundeten Vivians, dem er die Sakramente spendet und der dann im Geruch der Heiligkeit als Märtyrer in Wilhelms Armen stirbt. Hier konzentriert sich die Geschichte ganz auf Wilhelm als schier übermächtiger Kämpfer, der allein 7 Heidenkönige niedermetzelt, darunter den Bruder Terramers Arufel. Allerdings verschont er aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse Arabels bzw. Güburgs Sohn Echmereiz. Wilhelm kann bis zu König Lois, also Ludwig den Frommen, durchdringen, um seine Hilfe zu erbitten. Das gelingt nur mit Schwierigkeiten und diplomatischem Eingreifen von Wilhelms Vater Heinrich und seinen Brüdern gegen seine Schwester. Aber nach 10 Tagen steht ein Heer bereit. Währenddessen wird Orange von Heiden belagert. 2 treffen Terramer und Güburg aufeinander, doch der Vater kann die Tochter nicht dazu bewegen, ihren Glauben abzuschwören, ihren neuen christlichen Glauben abzuschwören und den muslimischen Glauben erneut anzunehmen. Die Stadt steht in Flammen, doch während sich die Heiden zunächst zurückziehen, trifft Wilhelm mit Lois ein. Hier hat nun Rennewart, Güburgs heidnischer Bruder, der unerkannt an Wilhelms Hof lebt, seinen Auftritt. Er ist der Protagonist in der Fortsetzung von Wolframs Wilhelm von Ulrich von Thürheim, dem 3. Text in dieser Trilogie. Der Junge ist riesenhaft, kämpft nur mit einer Stange und hat aber die christliche Taufe noch nicht empfangen. Trotzdem kämpft er mutig gegen die Heiden, die seine Verwandten sind, und ist Wilhelm treu ergeben. Als Wilhelms neu erstandenes Heer mit den Heidenkämpfern erneut zusammentrifft, entbrennt eine unaussprechlich grausame Schlacht. Rennewart verschwindet im Kampfgetümmel und ward nicht mehr gesehen. Die Heiden unterliegen diesmal, aber auf beiden Seiten sind massenweise Tote zu beklagen.
Wolframs Fragment endet, als die Ritter noch ihre toten Verwandten unter den Toten zu erkennen suchen, die Hingeschlachteten zusammentragen und standesgemäß begraben oder einbalsamiert werden. Und auch die Heiden sollen auf Willeheims Befehl ihre muslimischen Totengedenken erhalten. Er gestattet, die Gefallenen abzutransportieren. Hier endet nun das Fragment Wolframs, unvermittelt. Unvermittelt, wie man es nimmt. Die Christen haben gewonnen, die Heiden verloren. Beiderseitig sind die Verluste groß. Die Christen haben sich zudem als barmherzig erwiesen. Nur Rennewart bleibt verschwunden. Anlass für Heinrich von Thürheim, seine Geschichte zu erzählen. Ulrich von dem Thürlin für seine Arabe nimmt das Wenige, was Wolfram von Willeheims Familiengeschichte sowie der Begegnung und Flucht mit Arabe erwähnt und erfindet selbstständig, gänzlich ohne Vorlage, eine umfängliche Vorgeschichte, die dort endet, wo Wolfram beginnt. Ulrichs Roman beginnt ebenfalls mit einem Prolog, der den geistlichen Impetus Wolframs aufnimmt und zugleich die Heiligkeit Willeheims und die alles übersteigende Minne zu Arabe ins Wort fasst. Zunächst erzählt Ulrich relativ knapp die Familiengeschichte Heinrichs von Narbonne, wie Karl Rom von den Heiden befreit, Heinrich Irmenschad und die Vermittlung Karls als Werbungshelfer heiratet. 7 Söhne werden dem Paar geboren. Der Thronfolger mit gleichem Namen, das wissen wir von Wolfram, gibt sein Erbe nicht seinen Söhnen. Diesen sollen sich in Frankreich, Spanien, Burgund, der Provence, Britannien und in der Picardie um ihr eigenes Lehen und um Ruhm bemühen. Einer davon, der älteste, ist Wilhelm, aber auch von den anderen weiß Ulrich zu erzählen. Bernhard und Kilbert, Arnold und Bertram, Wichard und Burbe. Wilhelm kommt in Karls Dienst, natürlich dem mächtigsten und vornehmsten aller möglichen Kandidaten. Karl nimmt den jungen Wilhelm wie einen Sohn auf, führt ihn zur Schwertleite und so wird Wilhelm an Karls Hof erwachsen. Nach einem erfolgreichen Kampf Karls gegen die Heiden in der Normandie werden zunächst Spanien und die Normandie zum Christentum bekehrt. Jedoch die Heiden Paligan und Marcellier beanspruchen Arles und die Provence und so kommt es zu Wilhelms erste Tat. Nach Karls Tod nimmt sich Wilhelm dessen Sohn Loire an und verhilft ihm mit Gewalt zum Königtum, auch gegen die reichsfeindlichen Fürsten. Loire, Lois, ist erbberechtigt und befähigt, doch die Konkurrenz schläft eben nicht. Außerdem gibt Wilhelm seine Schwester Lois zur Frau, sodass er von nun an mit Karls Nachkommen verwandt sein wird. Hier wird spätestens schon deutlich, dass er von nun an mit Karls Nachkommen verwandt, also versippt ist und welche wesentliche Rolle Sippe sowohl in Ulrichs Arabe als auch in Wolframs Willeheim spielen wird. Zur gleichen Zeit rüstet Terramer zur Heerfahrt, um Lois zu überfallen. In diesem Abschnitt, in dem das Kampfgeschehen geschildert wird, wird nun auch zum ersten Mal nach dem Prolog Arabel erwähnt, denn ihr Ehemann Tybald führt neben Terramer das Heer an. Und Tybald, der wohl Conde Tourne, Malefort tete pris, die Kraft im Gap du sin amis was und Arabel genannt. Der schön den Christ in Südi pfand durch Willeheims Min entzucht. Das füllt Sacher uns Augen rucht, der pflack auch nu der Härte hier. Auf der Seite Lois führt selbstverständlich Willeheim, und so kommt es, wie es kommen muss, wir wissen das von Wolfram, Willeheim wird von Tybald gefangen genommen und über das Meer nach Arabien entführt. Die Christen ziehen trauernd heim. Auch die Heiden kommen in Tortiana an, wo Willeheim in ein Turmverlies gesperrt wird. Hier beginnt das Herzstück der Erzählung, in der alles verhandelt wird, was Ulrich wichtig ist. Minne, Sippe, Religion. Und das tut er in ganz besonderer Weise. Ulrichs Arabel enthält nämlich die umfänglichste Schacherzählung des Hochmittelalters in deutscher Sprache. An dieser unterbreche ich die geraffte Inhaltsangabe und gebe ein paar Eindrücke von der Forschung, die sich nur wenig und zumeist nicht besonders wohlwollend zu Ulrichs Arabel geäußert hat. Ausgerechnet Werner Schröder, der am andauerndsten mit dem Text sich beschäftigt und schließlich die Fassungen Sternchen A und Sternchen R in einem Paralleldruck plus Reimpaar-Fortsetzung neu herausgegeben hatte, konnte der Erzählung selbst im Grunde wenig abgewinnen. Wo nicht Polemik Wohlwollen heuchelt, spricht der Ulrich am Ende sogar noch den Status eines Epigonen ab, da
da einem solchen doch wenigstens der Wille gehöre, es dem vorbildlichen Autor zwar in seinen Bahnen, aber mit eigenen Einfällen gleichzutun und nur die Kräfte nicht zureichten. Während es seiner Ansicht nach nicht den geringsten Anteil dafür gebe, dass ihm Ulrich ein neues, selbstständiges Erzählkonzept vorschwebt. Es mag richtig sein, dass er keine andere Geschichte erzählen wollte, als sie im Willeheim erzählt wird. Schließlich war sein Anliegen, eine Vorgeschichte zu konzipieren, aus wenigen verstreuten Andeutungen im Willeheim wohlbemerkt, die ihm das Grundgerüst für seine Erzählung lieferten. Der Anteil an eigenen Episoden mit eigenem Gestaltungswillen, die bei Wolfram gar keine Erwähnung finden, aber gleichwohl in komplexer und sehr individueller Weise auf dessen Darstellung ergänzend, erklärend, manchmal erhellend, manchmal absichtlich verdunkelnd und akzentuierend einwirkend, ist mehr als überwiegend. Dieser Anteil ist umso höher einzuschätzen, da Ulrich neben dem Willeheim keine weiteren Quellen benutzte. Weder inhaltlich noch außer der Leisenstrophe, stilistisch sei ihm Neues eingefallen, seine Erzählergabe sei äußerst beschränkt, noch einmal Werder Schröder. Einzig die verwickelte Überlieferungslage und das Interesse an der mittelalterlichen Wolfram-Rezeption hätten Schröder dazu bewegt, sich dem Roman überhaupt zuzuwenden. Vor allem der zweite Aspekt, in welchen der andere hineinspielt, hat vorentschieden, dass Ulrich, so wenig er selbst mit Wolfram in Konkurrenz zu treten gedachte, immerhin gesteht Schröder ihm diese Demut als sympathischem Zug zu, sich hat an dem Können seines Vorgängers messen lassen müssen und nicht auch nur ansatzweise als eigenständiger Dichter betrachtet werden konnte. Schröder verfolgte im Grunde die Frage, ob Ulrich seinen Dienst an Wolfram eben gut oder schlecht versehen habe. Die Frage hatte also die Antwort bereits mitformuliert. Der Deutungsperspektive im Hinblick auf das Verhältnis von Originalität und Epigonalität ist nur wenige Male widersprochen worden. Timothy MacFarlane hat gemeint, dass erst der Redaktor in R die Arabe für die Überlieferung in der Willeheim-Trilogie zurechtgerückt und dafür Widersprüche beseitigt, Ergänzungen angebracht, Unklarheiten ausgeräumt und die geistliche Dimension stärker herauspräpariert habe, um den Übergang zu Wolframs Epos harmonischer zu gestalten. Wenn mir auch nicht recht einleuchten will, warum das Erzählen einer Vorgeschichte im Widerspruch zu einer eigenständigen Dichtung stehen soll, im Folgenden soll daher jener Begriff auch nicht in diesem axiologischen, sondern in einem erzählsystematischen Sinne gebraucht werden, würdigt MacFarlane zu Recht die Selbstständigkeit des Dichters. Die Setzung des genannten Widerspruchs führt allerdings dazu, dass MacFarlane mit seiner Interpretation einer kulturhistorisch zum Abschluss gekommenen Großerzählung ein Epos entstanden zu sehen glaubt, das sich dem Anschluss an den Willeheim vollkommen hätte verweigern müssen. Daran hätte schließlich aber auch er nichts ändern können. Mit Gesamtdeutungen hat man sich gegenüber Ulrichs Arabe lange weitestgehend zurückgehalten. Zumeist sind ihr nur Detailbehandlungen vor dem Hintergrund einer Wolfram-Nachahmung, beispielsweise hinsichtlich des Erzählstils, etwa zur Wortwahl und zur Bildsprache, der Gattungsfrage, der Figurendarstellung oder der Reichspolitik, zuteil geworden. Erst Schröder nannte die Dichtung ganzheitlich, programmatisch und vor allem in Absetzung zum Willeheim einen Minneroman. Die Arabel Ulrichs von dem Türlin ist als Minneroman konzipiert. Was die Minne alles vermag, welchen Freuden sie schenkt, welche Leiden sie verursacht, wann und warum sie bald das eine und bald das andere tut, das ist für diesen Autor Hauptgegenstand seines Nachdenkens. Ulrich hätte aus dem ursprünglichen Heidenkämpfer einen begehrten Minneritter machen wollen. Von Ferne dringt am Schluss zwar der Kampfeslärm der kommenden Auseinandersetzung mit den Heiden schon herein, aber davon hat ein anderer Wolfram berichtet. Und während Wolframs Themen also Leid und Tod seien, konzentriere sich Ulrich darauf, wie es Willeheim gelinge, Arabels Minne zu wecken und zu gewinnen, und schließlich auf die höfische Freude. Auch Hans-Joachim Beer geht im Horizont einer Wolfram-Nachahmung in seiner Darstellung der Arabel, die ihm als Entwurf einer Heldenbiografie gilt, von einer grundsätzlichen Abwertung der Leitproblematik aus, welche die Aussage der Vorlage durch Umakzentuierung grundsätzlich verändere.
Während im ersten und zweiten Teil erzählt werde, wie dem Helden zwar Leid aus Vereinzelung erwachse, würde dieses jedoch durch die neue Minne-Beziehung zu Arabe sofort wieder beseitigt. In Frankreich käme es dann zu einer vollständigen Wiederherstellung der Freude durch die Reintegration des verloren gegangenen Helden in den Sippenverband. Von da ab bestimmten fast ausschließlich Festschilderungen das Erzählinteresse, die als Gradmesser von Intensität und Kontinuität, unbeschwerter Daseinsfreude und als Entwurf eines säkularisierten Gesellschaftsbildes gelten. Die Minne und ihr geschichtliches Werden entlang des narrativen Biografieentwurfs stünde im Dienste dieses alles überwölbenden Freude-Konzepts. Kompensiere schließlich das zeitlich begrenzte Leid, weil eine intakte Minne-Beziehung oder wenigstens die Aussicht auf sie über kurz oder lang die Restituierung früheren Glückszustandes verbirgt. Ähnlich argumentiert Holger Höcke, indem er die Minne als den zentralen Scopus des Romans bestimmt, mit dem von Wolfram vorgegebenen Thema Religion hätte Ulrich im Grunde nichts anfangen können. Dieses Urteil rührt jedoch von einer bedenklich vereindeutigenden und die schwierigen Ambivalenzen im Spannungsfeld von Minne und Religion einebnenden Interpretation des Willehalm her. Während Wolfram immanente und transzendente Momente harmonisch verspinnen würde, würden diese bei Ulrich zu stark auseinanderklaffen. Beide Romanen wird dies nicht gerecht. Thema wie die theologische Aufwertung der Muslime und im Gedanken einer kreatürlichen Gotteskindschaft aller Menschen und das von Wolfram Skyburg geforderte Ethos des christlichen Erbarmens fehlten der Arabe, das dazu rein handlungslogisch wenig Anlass bestand, wird dabei ignoriert. Die durch Höcke zwar errungene Eigenständigkeit tut Ulrichs Dichtung schließlich nicht gut. Sie sei eben doch nur ein profaner Minne-Kasus und ziele auf Entproblematisierung und Positivierung dessen, was im Willehalm konfliktbeladen und leidvoll sei. Dass es in Ulrichs Arabel auch um Minne geht, darüber darf man sich schon einig sein. Ein Minne-Roman ist er deshalb aber nicht, in dem Religion eine ganz sekundäre Rolle spiele. Ein solches Urteil zerlegt eine bereits bei Wolfram gegebene Einheit und während die Willehalm-Forschung längst mit einer solchen Dichotomisierung von Fragen der Liebe und solchen des Glaubens und ihr gegeneinander Ausspielens aufgeräumt hat, ist die ohnehin äußerst beschränkte Forschung zu Ulrichs Arabel nur sehr schleppend mitgewachsen. Diese Kritik hat im Grunde bisher nur Peter Strohschneider in seiner unveröffentlichten Habilitationsschrift von 1991 vertreten. Strohschneider hat es sich dabei weit weniger einfach gemacht als alle anderen Interpreten und die Ambivalenzen und vermeintlichen Widersprüche im Horizont der Vorlage nicht geschlichtet, sondern aus der Arabel heraus zu erklären versucht. Seine Untersuchung hat unter erzähl- und rezeptionsgeschichtlichen Fragestellungen die Willehalm-Trilogie als Ganze im Blick, weshalb sie sich im Anschluss an Macfarlane gezielt auf die Redaktorfassung R konzentriert, die innerhalb der zyklischen Überlieferung nicht nur als Vorgeschichte konzipiert wurde, sondern vom mittelalterlichen Publikum unmittelbar als solche rezipiert werden konnte. Strohschneider hatte mit Nachdruck auf den transitorischen Charakter der Arabel hingewiesen und den Zusammenhang der drei Hauptteile im Wesentlichen als ein Geflecht interdependenter Elemente eines epischen Prozesses verstanden. Primär ist nicht die Isolation der Romanteile, welche erst im Nachhinein überspielt wäre, primär ist ihre Permeabilität. Diese, die Interpretation Strohschneider grundsätzlich leitende Perspektive, resultiert aus dem Befund einer Exile-and-Return-Struktur, dem Grundschema von der Ausfahrt aus dem des epischen Helden und seiner Rückkehr, welche die Aristie Willehalms entwirft und die sich wiederum zwischen topografischen und kulturellen Ordnungen anhand von umgreifenden Desintegrations- und Reintegrationsprozessen entwickelt. Das topografische Durchschreiten von Abendland, Morgenland und wieder Abendland entspreche strukturell der von Macfarlane vorgeschlagenen, anhand gattungstypologischer Merkmale entworfenen Entwicklung der Handlung und den Helden von Chausson de Geste über Minne und Abenteuerroman zum späthöfischen
Repräsentationsroman. Dem komplexen Themengeflecht der Arabe sei, so Strohschneider, die Aristie des Helden stets primär. Themen von Minne und Religion, die Transformation von Arabe zu Güburg sowie das Herrschaftsgefüge seien daher als deren Dimensionen zu begreifen, in welchen sich die Prozesse von Distanzzuwachs und Minderung in Bezug auf die adlige Existenz, die Sippe und die Welt der Christen abspielten. Zu Recht hat Strohschneider Werner Schröder einen anachronistischen Minnebegriff vorgeworfen, der von Emotion, Sentiment und Innerlichkeit geprägt, ihn den mittleren Werkteil gar mit Goethe als Wilhelm und Arabel auf dem westöstlichen Divan hat betiteln lassen. Dass sich ein solch bürgerlicher Liebesbegriff nicht halten lässt, muss hier wohl nicht erläutert werden. Ob sich von dieser Kritik nun gleich der Umkehrschluss ableitet, dass Minne in der Arabel vom Augenblick der ersten Begegnung Wilhelms mit Arabel an schlagartig, begründungslos und in voller Gegenseitigkeit ganz da sei, weil dies im Akt des Erzählens von Anbeginn schon in den Metaphern des Schachspiels und der Gefangenschaft ausgedrückt wird, ist keineswegs selbstverständlich. Vielmehr trifft beides zu. Einen verschiedenen Phasen beobachtbarer Wachstumsprozess, den man auch ganz ohne Sentimentalismus behaupten kann, sowie eine a priori Existenz der Minne gleichzeitig. Das geht, weil dem Erzählen zwei Perspektiven zugrunde liegen, die des Erzählers und seines Publikums, für die alles in der Arabel-Handlung noch vorausliegende im Wissen um die Fortsetzung bereits geschehen ist, und die der erzählten Welt, welche von dem ersten noch Geschehenden, das in der Arabel und im Wilhelm erzählt werden wird, naturgemäß nichts wissen kann. Diese Unterscheidung muss die leitende sein, wenn man sich mit der Vorgeschichte als systematische Voraussetzung von Wolframs Epos auseinandersetzt und im Hinblick auf die nicht unproblematische Minne-Beziehung, aber nicht nur.